Wir brauchen mehr Vorbilder für die junge Generation. Wir brauchen mehr Samenschleuder. Wir brauchen Leute, die sich um die Natur kümmern, Samen aussehen, klonen für das Imperium der Natur. Verstehst du? Für das Imperium. Stecklinge klonen. Wir brauchen eine grüne Natur. Wer besser? Es ist wieder Pflanzvermehrungszeit, aber nicht wie die übliche Samenschleuder, sondern wir klonen dieses Mal wie das Imperium. Execute Order 66. Aber für friedliche Zwecke, denn ich habe noch keinen gesehen, der durch eine Maulbeere gestorben wäre. Ich hoffe, du hast keine Allergie oder ein Maulbeerbaum oder ein Ast ist auf dich gefallen. Und ich hoffe auch nicht bei dir im Umfeld. Bei einer weißen Maulbeere könnte man auf den Grabstein schreiben, tot durch einen Chinesen. Für die Polarisierung. Die Steckhölzer von meiner weißen Maulbeere brauche ich einfach nur zur Sicherheit, weil halt die Wühlmaus bei mir da einen Stamm reingebohrt hat. Diese Nager, ey. Und ich kann ja nicht in die Zukunft gucken. Mal schauen, ob die Maulbeere deshalb über den Winter kommt oder auch nicht, auch wenn sie sehr robust und winterhart ist. Mal schauen, hab sie dann ein bisschen ausgelichtet und hat auch dafür die Steckhölzer geschnitten, um sie halt so zu verwehren. Dickere Äste, aber auch etwas kleinere Stifte. Bei den kleineren Stifte gut so 5 bis 10 cm lang mit genug Augen. Bei den dickeren, ja, sind es ja so 10 bis 20 cm und hat auch geschaut, dass sie halt dann so Augenansätze noch dran haben und mal gucken, ob die auch wurzeln. Sogar ein kleines Experiment habe ich gemacht und zwar habe ich eine Aloe Vera Pflanze, die habe ich ein bisschen beerntet, weil in dessen Saft ein bestimmter Botenstoff drin ist, der das Wurzelwachstum verbessert. Deswegen das Blatt ein bisschen geschält und das Gel rausgeschabt und in einem Topf dann mit reingebracht und in den anderen Topf dann einfach nur Wasser rein und einfach so ein Vergleichsversuch gemacht habe, welche Maulbeer-Stecklinge wurzeln denn besser. Und Leute, gute Nachrichten auch für euch. Ich möchte viele Stecklinge machen. Nicht nur von den Maulbeeren, sondern auch von den Rosmarinen habe ich mir ein paar Stecklinge gemacht. Von den Himbeeren, also von meiner Autumn Bliss Himbeere, die sowohl im Frühjahr als auch im Herbst trägt, so eine hybride Sorte. Und auch von meinem Feigenbaum. Ich denke, es ist Brown Turkey oder Roi de Bordeaux. Auch Stecklinge gemacht, wovon ihr dann auch profitieren könnt, weil ich die natürlich auch mit verkaufen möchte. Der will Geld. Okay, ich muss das anders framen vom Marketing her. Ich möchte, dass ihr die Pflanzen bekommt. Ich gebe sie an euch weiter, damit ihr die Welt begrünen könnt, damit ihr essbare Flecken aufbauen könnt gegen den Welthunger für Gemeinschaft und Natur. So. Klingt gut. Pflanzen für mein Dorf, für meine Region, für eure Region, für Markus Söder und deine Mutter. Bei 80 plus komme ich garantiert immer gut an. Bevor wir da etwas falsch abbiegen, Tomaten draußen, die Wildtomaten, haben ihren Dienst geleistet, blieben mir treu. Richtig geile Sorte. Ich glaube, gelbe Johannisbeer, Wildtomate so in die Richtung. Auch Saatgutliste, wer das haben möchte. Geil. Die hat den ganzen Sommer in regnerischen Zeiten keine Braunfäule bekommen durch den Regen, aber dann jetzt im Herbst mit den Nebel, kühleren Temperaturen bei mir hier in der Region Oberbayern, ist halt dann doch passiert im Moosrand, dem Mösler. Und natürlich, weil ich ein bisschen effizienter arbeiten möchte, Nachkultur, Feldsalat ausgesamt, winterhart, geiler, nussiger Salat, Vitaminbombe, kann ich nur wärmstens empfehlen. Oder dann Portulak, mein Lieblingswintergemüse und ein super Bodendecker, super Mischkultur, auch mit Kohl, kann man überall einfach mit rauswerfen. Auch beim Nachbarn einfach raus oder in die Steinritzen, einfach überall rauswerfen. Feldsalat. Regeln brechen gehören manchmal zu mir zum Alltag. Und zwar, die braunvoll befallenen Blätter habe ich einfach bei mir in den Kompost reingeworfen. Also ich habe da keine Angst davor, dass sich dann der Pilz irgendwie weiter verbreitet oder in der Erde drin bleibt. Ich meine, der Pilz verbreitet sich in der Luft und wenn die Tomate schlechte Bedingungen hat, es regnet, es ist kalt und so, dann wird die automatisch Braunfolie bekommen. Das passiert ja auch am Ende der Saison, wenn die Bedingungen nicht mehr passen. Und wenn halt du die richtigen Bedingungen hast, einen guten Boden hast, nährstoffreich, Sommer, Sonne, genug Wasser, dann wird die Tomate wachsen und wird keine Braunfäule bekommen. So einfach ist es. Der Pilz ist einfach dazu da, um das abzubauen. Keine Ahnung, warum man immer so Panik, ich will das nicht im Boden haben und dann irgendwie wegbringen mit denen. Schmeiß die einfach auf den Kompost. Wenn du sie unbedingt vernichten willst, die Pilze, kannst du eine Heißrotte machen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwie in den Restmüll werfen. Schließlich leben wir hier in keinem Labor, wo alles steril ist. Der Pilz wird sich verbreiten und es ist auch langsam Zeit, damit ich im Folientunnel bei mir Platz mache. Ich kann noch gut Tomaten ernten, einige sind schon komplett kaputt, habe ich sie schon rausgeschnitten und habe auch das ganze Zeug einfach liegen gelassen.
Tomaten lieben es, in ihrem eigenen Sud zu wachsen, auch wenn es mit Braunfäule befallen ist. Mache ich schon seit 5 Jahren, glaube ich, schon da. Gar kein Problem, Tomaten wachsen jedes Jahr da richtig geil und wird auch immer besser. Ihr müsst einfach gesunde und kräftige Pflanzen großziehen. So schwer kann es als Permakulturist doch gar nicht sein. Ist doch einfach. Falls du Hilfe brauchst, mein Kurs hilft. Verkaufsstrategie. Die Tomaten bei mir im Tunnel wichen sachte mit einem Brotmesser. Ich bin nämlich der Gartenbäcker. Das Tomatengrün schneiden sie in sehr dünnen Scheiben, entfernen dabei Tomatenhaken, Tomatenspiralen und auch die ganzen Clips. Dann bereiten sie den Bodenteig etwas vor. Ich nutze wahlweise eine überdimensionale Gabel, steche da ein bisschen rein, lockere das auf, lasse dann das alles da ein bisschen liegen. Den Brotteig ruhen. Wahlweise für den Geschmack können Sie auch ein bisschen Obstlaub nutzen und dann zur richtigen Zeit können Sie dann noch ein bisschen Samen verteilen oder gleich noch ein bisschen ganzes Grün reinsetzen, damit Sie dann ein wunderschönes Gebäck am Ende haben. Ein schönes Gartengebäck. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich mich in einem Video beschwert hatte oder auch in einem Post von mir, dass ich bei mir in der Region keine Steckzwiebeln mehr bekommen habe, obwohl es auch in anderen Regionen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, die im Baumarkt doch zum Kaufen gab. Naja, rummeckern ist jetzt nicht so meine Art, können andere machen. So diese deutsche Mentalität möchte ich nicht unbedingt haben. Dachte ich mir, okay, dann bestelle ich mir einfach 5 Kilo Steckzwiebeln als Vorrat. Und die habe ich dann auch überall jetzt als Mischkultur mit reingesetzt. Zwischen den Salaten, zwischen den Kohl, in den Folientunnel. Da wird noch einiges dazukommen, damit ich die 5 Kilo noch verballer. Damit ich halt einfach Herbst- und Winterzwiebeln ernten kann. Also keine Frühlingszwiebeln, sondern Herbst- und Winterzwiebeln. Geile Sache. Wenn man schon auf den jährlichen Malle-Urlaub verzichtet und sich so ein Partyzelt dahinstellt, dann soll das richtig genutzt werden. Eine kleine Unterbrechung für den Sponsor des heutigen Videos, und zwar geht es um den Angel Juicer, den Entsafter, den ich schon seit 7 Jahren täglich bei mir im Einsatz habe, um frische, gesunde, nährstoffreiche und vitalisierende Gemüsesäfte zu pressen. Für mich sind die schonend kaltgepressten Säfte ein wichtiger Bestandteil in meiner Ernährung. Ich möchte sie gar nicht mehr missen, sind so hydrierend, lecker und für mich ein Must-Have für all die Menschen, die sich gesund, bewusst ernähren möchten. Du kannst wunderbare, vitalstoffreiche Säfte kreieren, grüne Säfte, Karotten, Sellerie, alles was etwas härter ist, eignet sich wunderbar, um mit dem Angel Juicer zu entsaften. Sehr hohe Saftausbeute und den Rest, da kannst du dann zum Beispiel auch bei dir im Garten nutzen als Schneckenablenkung oder du kannst dann daraus Brotcracker machen, indem du sie in den Dörrautomaten zum Beispiel steckst oder bei dir im Salat ein bisschen rumstreust. Über den Link in meiner Videobeschreibung kommt ihr zu meinem Entsafter, 10 Jahre Garantie. Und wenn ihr den Code PEACE bei eurer Bestellung mit eingibt, bekommt ihr noch zusätzlich Trinkflaschen geschenkt. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, aufgrund von Klimaveränderungen, dass der Winter mild wird. Denn milde Winter finde ich was Feines, denn dadurch ist die Gefahr nicht so hoch, dass meine Feigen abfrieren. Auch wenn sie winterhart sind, aber immer wieder von unten ganz austreiben, habe ich im Schrebergarten, ist nicht so eine feine Sache. Und ich habe ja schon bei mir, bei den Garten meiner Eltern, eine Feige reingesetzt an der Hauswand und dachte mir, machen wir das gleich nochmal, auch nebendran so ziemlich, auch an der Garage, eine zweite Feige. Das war auch ein schöner Nachmittag. Zuallererst sich ein paar Eimer holen und die Steine ein bisschen wegscharben, zurücklegen. Ist halt ein bisschen dumm, wenn das zur Erde kommt, weil ich muss ja auch ein paar Pflanzen rausnehmen, so ein paar Zierpflanzen aus dem Baumarkt, die man immer so kennt, für Neubaugebiete oder irgendwie sowas. Und ich glaube, ein Hibiskus, wie meine Mom gesagt hat, musste auch weichen. Bringt zwar Blumen, aber die Blüten sind dann doch ein bisschen gefährlich, wenn man die nicht rechtzeitig wegräumt vor der Garage. Ein bisschen rutschig, könnte man ausrutschen. Wenn ich was für die Bienen tun möchte, dann pflanze ich ja dafür Oregano oder fette Henne oder sonst irgendwas, Rosmarin. Alles Pflanzen, die ich auch anbiete. Wer Interesse hat, kann mich mal gerne anschreiben. Schicke auch euch die Pflanzen zu. Aber so eine Feige ist doch was Schönes, ne? Wer liebt denn nicht frische Feigen? Selbstfruchtende, winterharte Feigen. So, dass da dann mit dem Spaten rangehen, Erde ein bisschen auflockern und die Pflanzen rausreißen. Folie war auch ein bisschen stört, aber so tief haben die Wurzeln gar nicht, waren sie so tief drin. Okay, Hibiskus ging einfach raus, die andere Zierpflanze ging noch einfacher raus, weg damit und dann erstmal sich um die Feige kümmern. Und der Topf war so rangestellt, dass er
zur Hälfte an dem Kies und den Steinen waren und zur anderen Hälfte im Gartenboden. Und da hat er gute Wurzeln geschlagen und deshalb war der im Topf so ein Prachtexemplar, wo ich mich auch ein bisschen gewundert habe, warum der so gut wächst und die anderen nicht. Ja, der hat die Wurzeln gleich in den Boden mit reingesteckt und das war eine Qual, einerseits den rauszubekommen, weil ich musste mit einer Säge die Wurzeln abschneiden, was halt mir auch im Herzen wehgetan hat, das machen zu müssen, aber ich hätte ihn sonst nicht rausbekommen. Ich hoffe, der holt sich davon. Wurzeln abschneiden finde ich jetzt nicht so geil, aber bis jetzt läuft noch alles gut. Hab da die Fläche frei gemacht, hab ihn dann da reingesetzt. Erde ist halt noch von einem Neubau damals, sehr viel Lehm, bisschen Humusanteil, kann man noch einiges machen, wird auch mit der Zeit kommen. Hab da jetzt gar kein Bokashi eingearbeitet, weil er halt erstmal gute Wurzeln bilden soll und sich die Nährstoffe suchen sollte und nicht so einfach zu finden sind. Und deshalb werde ich dann von oben her dann mulchen, was ich dann auch am Ende gemacht habe mit verschiedenen organischen Materialien, um den Boden halt auch gut aufzubauen. Auch alles angegossen mit effektiven Mikroorganismen, dass er sich halt von diesem Wurzelschaden auch gut erholen kann. Und eine schöne Steinmauer habe ich auch drum gemacht, also so eine schicke Umrandung, dass ich halt da auch mulchen kann, weil auf der anderen Seite sind ja immer noch diese Folien mit dabei, also diese Unkrautvlies. Es hat immer noch einen Steingarten in dem Ausmaße für einen Vorgarten, finde ich okay. Ist halt auch ein Lebensraum für ein paar Tierchen. Muss halt nicht ein ganzer Steingarten werden, okay. Und tut mir leid, wenn ich am Ende nicht alles aufgenommen habe. Am Ende habe ich dann noch, nachdem ich vom Taichi nach Hause gekommen bin, um 8 Uhr in der Dunkelheit gemeint, okay, machst es noch fertig, weil ich dann noch am nächsten Tag viel zu tun hatte und habe dann im Dunkeln die Steine geschnippt und alles Mögliche gemacht. Passiert. Selbstständig. Schuldig. Arbeitstüchtiger Deutscher. Auf der einen Seite respektvoll. Vorbild, auf der anderen Seite traurig. Aber dafür freue ich mich ja umso mehr an die schönen Momente zur Entspannung. Und zwar, wo mein Vater dann die neuen Äxte ausprobiert hat und die ganzen Baumstämme ein bisschen klein spalten wollte, in traditioneller altmodischer Art, mit Handarbeit. Und dass sie halt so ein bisschen besser trocknen. Und da habe ich ihm einfach mal geholfen, und mir einfach mal so ein bisschen die Technik gezeigt. War am Anfang holprig das Ganze, musste mich erstmal einfinden. Ja, manche Stämme waren halt wirklich richtig schwer, da hat er sie nicht super zurechtgeschnitten mit der Kettensäge. Viele Verästungen, da hat es bei einem wirklich eine halbe Stunde gebraucht, bis wir beide mal da durchgekommen sind. Hat aber richtig viel Spaß gemacht. Wir haben zwar noch in den Rasen reingemacht, aber egal, ich muss wirklich sagen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, auch wenn es anstrengend war und ich auch da ein Feedback bekommen habe, ich kann noch ein bisschen mehr trainieren und aufbauen. Finde ich gut, Technik lernen und alles. Finde ich eine geile Situation. Ich habe mich richtig gefreut. Mein Vater hat auch mal angefangen zu fluchen, weil ihm das irgendwann auf den Sack gegangen ist. Aber ich muss schon sagen, ich war danach glücklich, ein bisschen erschöpft, aber ich fand es richtig geil. Das könnte ich schon stundenlang machen. Also, wenn du jemanden zum Holzhacken brauchst, altmodischer Art, ruf mich an. Und da will mir einer sagen, die jüngere Generation will nicht mehr richtig hart arbeiten, liegt nur faul rum und will handwerklich und körperlich nicht mehr tätig sein. Ich find's geil. Falls dir dieses Video gefallen und unterhalten hat, kannst mir gerne einen Daumen nach oben geben, kann auch kostenlos abonnieren. Weitere spannende Videos für dich, ein paar Tipps und Tricks zur Permakultur. Vielleicht willst du auch etwas zum Lachen haben oder Tipps zur Gesundheit, pflanzliche Rohköste. Vielleicht ist da immer irgendwas für dich mit dabei. Jedenfalls hoffe ich, du nutzt den goldenen Herbst noch irgendwie. Schau, dass du den Boden richtig pflegst. Vorbereitung fürs nächste Jahr. Auch im Winter eine gute Ernte. Und genieß einfach die Zeit. Wir brauchen mehr Vorbilder für die junge Generation. Wir brauchen mehr Samenschleuder. Wir brauchen Leute, die sich um die Natur kümmern, Samen aussehen, klonen für das Imperium. Für das Imperium der Natur. Verstehst du? Für das Imperium. Stecklinge klonen. Wir brauchen eine grüne Natur. Wäre besser.